Hallo und herzlich willkommen zurück bei Law and Order, dem zweitbesten Worldbuilding-Videocast der Welt. Mein Name ist Herr JJ und heute möchte ich euch in die Welt des Klimas entführen. Keine Angst oder vielleicht schon Angst, aber heute geht's nicht um Klimawandel oder vielleicht schon. Wir werden es herausfinden. In den letzten Folgen haben wir uns um Sachen wie das Thema eurer Welt, das den Planeten und Orte auf diesem Planeten gekümmert. Wir verfolgen quasi gerade so ein Stück weit die Idee von einer Wasserwelt mit vielen Ozeanen, Unterwasserstädten, wo wahrscheinlich dann auch Lebewesen leben. Es gibt auch noch so ein paar Ansiedlungen, die mit Treibgut oberhalb der Wasseroberfläche errichtet worden sind. Es gibt noch einige Inseln und also wir haben schon relativ viel inhaltlich geschafft dafür, dass wir da jetzt erst quasi noch gar nicht so viel Zeit investiert haben. Es ist auch einfach nur ein schneller World Generator an der Stelle. Da kann, muss und vielleicht sollte man sogar ein bisschen tiefer einsteigen, aber jetzt für uns sollte das erstmal ausreichend sein. Heute kümmern wir uns um das Thema Klima. Klima hat, ich sag mal, ist quasi der von mir gewählte Oberbegriff. Tatsächlich gehen soll es um Sachen wie Flora, Fauna, Wetter und irgendwelche Phänomene, also klimatisch bedingte Phänomene, nicht ein kleiner grüner Goblin erscheint aus heiterem Himmel durch, sondern Wetterleuchten zum Beispiel oder Tsunami, El Niño, Ninjo, egal. Das ist das, worum es da gehen soll. Ja, was bewegt diese Welt im sprichwörtlichsten Sinne? Also, was habe ich für eine Pflanzenwelt? Ich habe es ja schon gesagt, je nachdem, welches Thema ich mir überlegt habe, muss ich mir hier mehr oder weniger Gedanken machen. So. Wir haben uns überlegt, wir sind auf einer Wasserwelt unterwegs, aber es gibt trotzdem immer noch Landpartien. So eine klassische Landpartie. Das heißt, ich muss mir durchaus Gedanken darüber machen, was für Pflanzen habe ich eigentlich. Ja? Vor allem auch, wenn ich dann ins Unterwässrige gehe. Was habe ich dort für Wasserpflanzen? Kann ich die nutzen? Kann ich die anbauen? Kann ich die essen? Sind die giftig? Sind die giftig für, ich sag mal, Lungenatmer oder aber nicht für Kiemenatmer oder umgekehrt? Und wie unterschiedlich, ne? Also wie viele Seegurken brauche ich, um satt zu werden? das sind so die Fragestellungen, die es quasi dabei geht. Aber auch, und das können wir jetzt ja mal festhalten, natürlich haben wir Unterwasservegetation. Ja? Also es gibt Unterwasserpflanzen, die man sich nutzbar machen kann. Ich kriege damit keine industrialisierte Nahrungsmittelversorgung hin. Heißt halt auch, wenn wir gleich über die Fauna sprechen, nur von Seegurken wirst halt auch nicht satt. Aber auf den Inseln, wie sieht es da aus? Sind es tropische Inseln? Sind es quasi tropische Inseln deswegen, weil es ursprünglich mal der Himalaya war oder sonst irgendwas? Ja, sprich, reden wir doch über einen Klimawandel, in unserem Fall jetzt hier bei den Wasserwelten. Ja, tatsächlich der Klimawandel. Der böse, böse Klimawandel. Der hat dafür gesorgt, dass die Erde, wie wir sie kennen, dahingehend verändert wurde, dass die Polkappen geschmolzen sind, sich das Klima immer weiter aufgeheizt hat, also die durchschnittliche mittlere Jahrestemperatur ist einfach nach oben gestiegen. Und ich, also du, also die Menschen, waren dann irgendwann gezwungen, ihre Städte zu verlassen, haben Boote gebaut, haben schwimmende Inseln, also haben Inseln gebaut, erschaffen und haben sich quasi selber wieder in so ein Stück weit Steinzeit zurückgebombt, sage ich mal. Ja, also aufgrund ihres Verhaltens und jeder ist sich selbst der Nächste, ist es dann dazu gekommen, dass, wenn wir über die Bevölkerung sprechen, sich dort natürlich noch das ein oder andere ergibt.
Aber ja, der Klimawandel war dafür schuld, ist dafür zu, verantwortlich oder ist der Grund, verantwortlich ist der Mensch, aber ist der Grund, warum die Welt, über die wir hier sprechen, überdeckt, also bedeckt ist mit Wasser. Außer alles, was hoch genug ist. Ich weiß gar nicht, wo das ist, aber wir, ne, ist ja eine Fantasy-Welt, wir können uns das hier überlegen. So bei den Alpen gucken noch mal ein paar Spitzen raus. Ne, so die Zugspitze, da kann man sich noch mal hinlegen, da wächst eine Palme oben drauf. Himalaya, da kann man noch, da gibt es noch befestigte Landmassen. Aber durch den Anstieg ist alles recht tropisch geworden, also den Temperaturanstieg ist alles recht tropisch geworden. Dadurch ist auch die Flora entsprechend. Ja, das heißt, wir haben eher mit Tropenpflanzen zu tun. Lianen, hohe Bäume mit aber nur oben Blättern, viel Palmiges, unten nur Gestrüpp und draußen nur Kännchen. So, das soll es erstmal gewesen sein. Da kann man und da muss man sich auch, wenn nicht man sich wirklich intensiv mit so einer Welt beschäftigt, mehr Gedanken mitmachen. Vielleicht, wenn ich in einem reinen Weltraumsetting unterwegs bin, ein bisschen weniger. Ja? Wenn ich sage, eigentlich will ich hier nur irgendwas mit coolen Weltraumschlachten machen. Ja? Aber selbst sowas wie Star Wars hat sehr umfangreich das Thema eigentlich behandelt. Ne? Ich habe einen Dagobah, Sumpfplanet, Wüstenplaneten, Coruscant, eine riesige Stadt, ein Stadtplanet. Wenn man sich das mal überlegt, funktioniert das nicht mal an, wo, vor allem, wo kamen die ganzen Rohstoffe her, aber wurscht. Ja. Irgendwelche Monde geplättet. Ist auch egal. Aber das sind eben die Fragen dann. Ne? Wie sieht es eigentlich aus mit der Vegetation? Wie gesagt, in unserem Fall, ne, Unterwasserpflanzen haben wir haben ansonsten tropische Pflanzen. Und da können wir uns halt an alledem bedienen. Also da ist dann Google dein Freund. An allem bedienen, was wir so haben. Also wirst jetzt nicht unbedingt, weiß nicht, Spargel ernten können oder sowas. Oder Grünkohl. Ja, dafür hast du aber ganz bestimmt kein Problem mit Bananen, Kokosnüssen. Weiß nicht, wächst rum an Bäumen. So, also das ist so. Damit hätten wir dann zu tun. Ja? Also wir haben nicht mit Schnee zu tun, wir haben, vielleicht haben wir auch sehr wenig mit, ja, mit Niederschlag, wenn wir relativ viel zu tun haben. Bei einer hohen Temperatur und viel Wasser dürfte relativ viel verdunsten, aufsteigen, Wolken bilden, Niederschlag. Ja, das könnte schon gehen. Ein ganz wichtiger Punkt, den haben wir ein Stück weit noch vergessen, der passt aber hier auch dazu. Wie ist es, also wie ist es mit Süßwasser? Ja? Wo kommt das Trinkwasser her? Auch so ein Stück weit die Frage, wenn ich mir, ja, eher so beim Planeten, aber kann ich mir beim Klima auch Gedanken zu machen? Das heißt, wenn es regnet, kann ich es trinken? Ist es okay? Oder ist es blöd? Genau. Auch die Frage dann generell, wie ist das Wetter? Wir haben ja gerade schon, ne, wenn wir drüber nachdenken, viel Hitze und viel Wasser heißt im Zweifelsfall viele Wolken und viel Regen. Also haben wir ein oft regnerisches und vielleicht sogar, und das könnte interessant sein, stürmisches Wetter. Weil immerhin reden wir hier über oberflächlich gesehen, also oberflächlich im Sinne von auf der Oberfläche, über schifffahrende Bevölkerung. Und unter Wasser. Ist wurscht, ob es regnet oder nicht. Die werden von überall nass. Ja, also, aber das ist so für das Wetter. Aber auch gepaart mit meinetwegen langanhaltenden Hitzeperioden. Also es gibt quasi zwei Wetterzustände. Bocke heiß oder Schiedwetter. Und mit Schiedwetter meine ich. Ah, nee. Also. Ich komme von der Nordsee. Wo wir auch sagen würden, ganz schön steife Prise hier. Also, deswegen, das ist so auch hier wieder das wetterliche Bild an der Stelle. Und dann die Überlegung, gibt es irgendwelche Phänomene? Ne? Klar, Sturm oder sowas, Wetterleuchten könnte ich rein theoretisch, jetzt muss ich mir überlegen,
Naja, bei einer veränderten Atmosphäre, vielleicht hat sich auch die Sonne, also die Sonne, noch mehr Eruptionen oder sowas, ich sehe noch mehr Wetterleuchten oder ich habe ganz krasse Stürme oder einmal im Jahr kommt ein heftigster Sturm, ja. Dieser heftige Sturm, der macht eigentlich alles platt, was nicht nied- und nagelfest ist. Das ist eine der größten Probleme für die Oberflächenbevölkerung, die nicht an Land sind. Weil sie immer versuchen müssen, vor diesem Sturm zu fliehen. Ja, das könnte man zumindest sagen. Ne? Ich sag mal, der El Niño quasi ein Stück weit, ne? Aber noch stärker. Nur noch stärker, schreibe ich mir hier dazu. Und dann kann man sich jetzt schon dann überlegen, okay, und das hat wieder Auswirkungen auf die Menschen. Deswegen auch in dem Schaubild. Hilfe. Grete. Es fehlt zum Beispiel nochmal so diese, ne, Klima auf Bevölkerung, vielleicht auch auf Fähigkeiten, wobei, ne, also nicht vollständig, ja, aber eine Gedankenstütze. Aber ja, das Klima hat natürlich eine gewisse Auswirkung auf die Bevölkerung. Gut, ich glaube, wir haben die Tiere vergessen. Ganz wichtig, was für Tiere gibt es eigentlich? Fische, gut. Alle Arten von Fischen und vielleicht auch wassergebundenen Säugetieren. Also Fische und Wassersäuger. Aber es falsch klingt. Aber was habe ich oberhalb der Oberfläche? Klar, ich habe die restliche Menschheit habe ich da noch mal zu stehen. Habe ich Vögel? Meine Güte. Weiß ich nicht. Gibt es tatsächlich auf diesen wenigen Orten Landorten noch überhaupt irgendwelche anderen Tiere? Wenn ja, welche Ausgestalt sind die? Ich würde jetzt für uns mal sagen, ja, es gibt Vögel. Wenige, aber lecker. und ja, an Land ha, muss man sich schon überlegen. Also ich würde sagen, so ein paar Landraubkatzen und dementsprechend muss es auch Beutetiere geben. Wombats. Weiß nicht. Halt so eher kleinere Tiere. Ja? Keine Elefanten. Die gibt's nicht. Ja? Gibt auch keine großen Raubkatzen oder sowas. Es gibt so Luchs-ähnlich oder sowas, meinetwegen. Ne? Oder ich lass mir auch noch ein Gepard durchgehen. Ja? Sowas in der Größenart. Aber viel größer wird das nicht. Es gibt keine Affen. Ganz wichtig. Explizit. Keine Affen. Warum? Weiß nicht, habe ich mir ausgedacht. Es ist einfach, es gibt keine Affen. Ja? Nachher schmeißen die den letzten Menschen noch eine Erdnuss auf, nee, hier eine Kokosnuss auf den Kopf. Und dann sag ich dir, dann jagt die Affenbande aber durch den Wald. Damit haben wir das ganze Thema Klima ein Stück weit abgehandelt. Wir haben es jetzt auch in unserer spontanen Welt einfach mal nachgeführt. Wichtig ist natürlich, das muss auch irgendwie zusammenpassen. Also wenn wir sagen würden, boah, überall Wasser, aber wird nicht mehr Nacht oder na, das wollen wir nicht, aber immer trocken, immer heiß, das kann nicht funktionieren. Also das wird naturgemäß dort irgendwo das eine zum anderen führen. Das heißt auch beim Worldbuilding weiterbilden. Also es ist nicht nur Worldbuilding, sondern auch Selbstbildung. Nee. Oh Gott. Also ja, Weltbildung und Eigenbildung. Aber hat genug Punkte, um sich selber einfach auch nochmal mit bestimmten Dingen auseinanderzusetzen. Und das ist beim Worldbuilding halt wichtig. Das muss passen. Das muss, weil ansonsten glaubt es dir hinterher keiner. Das ist ja das Wichtige. Wenn du eine Geschichte schreibst und das ist die Grundlage dafür und du hast eine Welt, die in sich nicht konsistent ist, dann glaubt es dir keiner. Und alles damit zu begründen, das ist mein Twist, das wird einfach unglaubwürdig. Ja? Wenn nichts zusammenpasst, wird es unglaubwürdig. Das kann für das Thema wichtig sein, dann muss man es aber auch richtig ausarbeiten. Und wichtig ist, glaube ich, auch an der Stelle, dass man nicht mit der Erwartung oder die Erwartung der Leser oder der Beteiligten
zu sprunghaft umgeht und zu sehr, ist mir doch egal, ich mache hier mein Ding, sondern zu sagen, okay, ich bin mir da bewusst, das sind auch andere Menschen, die haben eine gewisse Vorprägung und die erwarten einfach bestimmte Dinge. Das heißt, morgens geht die Sonne auf und abends geht sie unter, außer ich bin im Polarkreis. Dann nicht. Aber ich kann sagen, weiß nicht. Der Klimawandel hat dazu geführt, dass die gesamte Erde überschwemmt ist. Und deswegen gibt es abwechselnd heiße und nasse Perioden. Und das ist schlüssig. Das passt zusammen. Ich kann trotzdem immer noch sagen, es gibt Menschen, die unter Wasser leben. Das passt dann irgendwie nicht mehr in so unser Weltgefühl. Aber es ist okay, weil für die Welt ist das durchaus Sinn. Ne? Evolution, der Mensch passt sich an, geht irgendwann ins Wasser, kriegt schrumpelige Haut, weh sieht nicht. Das ist ja auch noch so, egal, ganz anderes Thema. Aber muss ich mir Gedanken machen. Einer der Sätze, die ich glaube ich am häufigsten sage in dieser Reihe. Mir ist nach wie vor euer Feedback wichtig. Gerne unten rein. Ich bin auf jede Diskussion gespannt. Ich werde mich auch mit einschalten. Auch hier habe ich schon im letzten Video gesagt, das wird an der Reihe nichts ändern. Die nehme ich jetzt am Stück auf, weil ich habe gerade Zeit und Bock. Aber die Diskussion, die möchte ich gerne führen. Und deswegen lasst mir euer Feedback da. Positive, negative, konstruktive und destruktive Kritik. Nehme ich alles. Ja? Ich nehme auch Daumen. Ich nehme auch Ohren. Ne? Also wenn ihr ein Ohr habt, leiht mir euer Ohr. Wobei, das habt ihr jetzt ja auch schon lange getan. Deswegen sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut und bis denn. Euer Herr Jatja. Ciao.